Look at that! Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Ja moin und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, und zwar mit meinem neuen Laptop, meinem Gaming-Laptop, den ich jetzt bekommen habe. Und zwar, ja, habe ich jetzt, wie gesagt, eigentlich mir wieder mit der Capture-Card aufnehmen, und deshalb dachte ich mir, da ich mir jetzt ja auch vor kurzem dieses komische Dings da, diesen komischen AV-Adapter, also AV zu HDMI-Adapter geholt habe für Wii, dachte ich mir, kann ich jetzt endlich Gameplay-Display, also mit der Capture-Card aufnehmen. Und das heißt, ich habe es auch schon angekündigt, dass ich hier jetzt zu Weihnachten jetzt pünktlich zwei neue Projekte starten will. Also, beziehungsweise entweder eins von beiden oder halt beide. Ich weiß nicht, ob ich noch Let's Go Evoli machen werde. Auf jeden Fall dachte ich mir jetzt, ich starte jetzt erstmal mit Mario Sunshine, da ich jetzt inzwischen schon lange Zeit mega Bock auf das Game hatte. Und ja, ich wollte das jetzt endlich mal verwirklichen, und ja, das wird nicht nur ein Let's Play, das wird ein 100% Rush. Also jetzt nicht Rush, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt ein mega Pro bin im Mario Sunshine. Aber ja, ich habe mega Bock auf das 100% Let's Play nach so langer Zeit. Ja, Luigi's Mansion habe ich ja damals schon gebracht, aber das war ja mein allererster Let's Plays, und das war nun mal mit Videokamera aufgenommen, und ja, von der Qualität für den Arsch. Aber da haben wir endlich, kann ich jetzt eigentlich jetzt so aufnehmen mit der Capture Card, und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit einem richtigen Top-Titel an. Super Mario Sunshine, richtig geiles Spiel. 2002 für den Nintendo GameCube erschienen, und ja, man sieht's. Okay, gut, also die Hauptsache ist noch ein Speicher frei, den wir noch nutzen können. Die Hauptsache Einstellung, passt es denn so her? Check ich mal lieber noch. Rumble kann ruhig an sein. Surround Sound. Ich kann es ja wenigstens auf Stereo machen. Fürs Let's Play. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es mit dem Surround Sound funktioniert. Deshalb nehme ich jetzt mal Stereo, Sprache Deutsch, Untertitel ein. Ja, passt eigentlich, oder? Ja, doch. Mach mal den Ton erstmal kurz bei mir ein bisschen lauter. Bei meinen Kopfhörern. Weil bei diesem komischen HDMI-Adapter, also zu AV, also beziehungsweise nicht AV, sondern zu der Wii, der ist nur bezüglich Wii verbindlich, also nicht so ein ganzer AV-Scheiß und sowas alles, nur für Wii. Funktionsfähige AV-Dinger gibt's auch, habe ich auch schon gesehen, aber ich habe den nur für Wii. Und da gibt's nämlich so noch so ein, ja, wo man ein Headset ranmachen kann, also Kopfhörer. Ja, das ist ziemlich interessant. Deshalb habe ich jetzt das Mikrofon an meinen Laptop angeschlossen und Kopfhörer an diesem Adapter-Dings. Dafür musste ich aber ein bisschen jetzt umbauen. Ich habe jetzt die Wii jetzt irgendwie nach vorne geschoben. Irgendwie, ich habe die ja sonst immer neben meinem Fernseher stehen, aber ich musste jetzt total irgendwie nach vorne schieben, damit ich meinen Dings anschließen konnte. Aber bevor ich hier noch irgendwas laber, starte ich mal lieber das Spiel, damit wir auch mal sehen von der Story. Ja, bevor ich hier noch endlos hier im Titlescreen labere. Ich würde sagen, ich labe auch gleich weiter, aber erstmal, ja. What happened?
Now, now, boys, don't touch that stuff. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. So, jetzt darf ich hier labern, oder? Nee, erstmal wie Peach, okay. Mario, sei vorsichtig, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, das habe ich auch nicht, habe ich auch. Kann mir wenig Deutsch. Aber ja, wie gesagt, bezüglich dessen habe ich das Let's Play auch zu Ding gemacht, weil, ja komm, jetzt zu Winterzeit müssen wir mal ein bisschen Sommer in die hier Stimmung hier reinbringen und deshalb, ja, mache ich Sunshine, weil es ein richtig geiles Sommerfeeling bietet und ja, ist einfach mega krass. Aber was ist das hier für eine Scheiße? Richtig, richtiger Müll, irgend so ein komischer, beweglicher Schleim. Später mehr dazu, erstmal mit diesen paar Typen hier reden. Elfen, die Eva, spinnst du? Wir benötigen Hilfe. Nimm diese Wasserspritze und putz das Flugfeld, du Spast. So, denn hier ist nämlich dieses neue Item, der Dreck weg. Power up complete. Thank you for participating. Ja, Power Up kann man es auch nennen, okay. Schreibt's auch gut. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Easter Egg da unten in links. Mario Bros. 3 oder Mario World war das, glaube ich, und Mario 64 Easter Egg. Ups, das hab ich. So, okay, passt. Hm. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. Ja, bitte. Ich weiß nämlich, wie das Spiel funktioniert. Ja. Hä? Nein! Oh mein Gott. Nein! Hör auf! Dankeschön. Jetzt habe ich außerdem auf Ja gedrückt. Oh Mann. So, dann können wir ihn gleich mal hier austesten und diesen M hier, die wir auch zum Genüge im Spiel sehen werden. Denn nämlich wegen den 100% müssen wir nämlich auch diese blauen Münzen sammeln, die sehr viel mit diesen M's zu tun haben. Und auch allgemein mit Mario. Mit diesem Kerl hier. Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, den kennen wir irgendwo her. Hi. Hä? Haben wir uns nicht schon getroffen? Ich sah dich irgendwo, es war erst vor kurzem. Ich bin aber gerade erst hergekommen, der macht Musik. Benvenuto a Isla Delfino. Kommt dabei und holt euch eine kostenlose Karte. Oh, du hast sie schon? Drücke Z, um sie zu aktivieren. Ja, tatsächlich. Ich habe schon eine. Statistiken. Okay, gut. Interessiert aber noch nicht, erst später. So, wir würde ich sagen, mit dem Dreck können wir jetzt die Scheiße eigentlich wegmachen. Hier ist irgendwie ein Typ eingesperrt. Also der kann sogar mit Leute verschlingen. Extrem assi. Brr, boah, ich sei um mich geschehen. Hey, warte, du bist es. Du bist schuld an allem. Nein. Muss in der Verwechslung liegen. Worauf wartest du? Unternimm etwas, habe ich schon. Das Spiel ist Kleckse hat meinen Freund besudelt. Boah, Alter. Die mich immer alle beschuldigen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Boah, und der Schleim ist auch noch irgendwie besonders. Der hat nämlich so ein Vieh in sich. So eine Schleim-Piranha. Die wir auch zu Genüge noch in dem Spiel sehen werden. Erst recht am Anfang.
Am Anfang werden wir das Vieh erst recht oft sehen noch. Weiß noch nicht warum, aber es ist einfach so. So, dann haben wir es 3 Treffer ins Maul spritzen, dann haben wir es besiegt. Und dann verschwindet auch der andere Schleim. Und unsere allererste Shine-Sprite spawnt. So, das ist nämlich der Sternersatz in dem Spiel, für die, die es nicht wissen. Ja. Ist aber genauso shiny. Ach, schön. Wie gesagt, das ist halt, es stellt halt die Kraft der Sonne da, halt in deutschen Insignier der Sonne. Oh, stellt die Kraft der Sonne da. Ja, dieser von denen gibt es 120 Stück im Spiel, genau wie Mario 64. Und ja, das ist unsere erste. Nice. Bravissimo. Ja, speichern. So, da sehen wir auch schon die blauen Münzen eingeblendet. Die gelben. Na, boah, da komme ich gleich zu. Erstmal kommt auch die Story auf uns zu. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Oh, darf ich auch wieder reden? Okay, gut, danke schön. Nein, diesmal drücke ich nicht auf Ja. Your first job is to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. So. So, okay, jetzt kann ich wieder. So, wo war ich? Bei den gelben Münzen, stimmt, genau. Die gelben Münzen werden nämlich wieder, genauso wie Mario 64, eine große Rolle spielen wieder, denn es gibt in jedem Kurs, du spielst ja wie in Mario 64 in Kurse unterteilt und wo man halt die Shine-Sprites sammelt. 8 Stücke, 8, beziehungsweise sind die dann in 8 Kapitel unterteilt. Und da gibt es auch 3 Bonus- Shine Sprites. Dazu aber später noch mehr. Und ja. Wo war ich? Achso, ja, stimmt, die blauen Münzen.
Also die Geldmünzen sind halt, wie gesagt, jeden Kurs 100 Münzen sammeln. Beziehungsweise wenn man 50 einsammelt, kriegt man einen One-Up zurück, ein Leben. Und die blauen Münzen, davon gibt es, die sind besonders wichtig für die 100%. Und davon gibt es jeweils, also beziehungsweise nicht jeweils, sondern insgesamt 240 Stück im Spiel. Und die haben dann später auch noch einen Sinn. Also, ja. 100%, also werden wir die auch alle 240 sammeln. Das wird auch manchmal echt sehr nervig, denn die sind echt... Allgemein ist Mario Sunshine ein sehr ziemlich schwieriges Spiel, erst recht wegen den blauen Münzen, weil manche echt brutal versteckt sind. Ein oder andere. Ja, also das wird ein echt anspruchsvolles Let's Play. Wird auch bestimmt einen oder anderen Ausraster geben. Mal schauen. Da haben wir unseren Übeltäter. Ja nee, ich glaube es hakt. Komm mal schön zurück, ey. Ups. Ach ja, halt den Maul. Komm. Komm her, du Lappen. Kannst du nicht einfach mit Peach abhauen. Da denkst du, dass du mich mit solchen Tricks aufhalten kannst? Sterb. Da halt hier halt Schleim und sowas alles produziert und sowas alles, mag halt kein Wasser. Und verlässt ihn halt. Na komm. Und dann muss er noch nachlassen. Ah, jetzt. Ah, das ist nicht fair. Absolut unfair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese einzusetzen. Hi, hi. Mario, ich bin sicher, dass ich diese Person bei Pista Delfino sah. Ich spüre, dass er für alles verantwortlich ist. Schnapp ihn dir. Ja, wo wir gleich dabei sind. Wo ist er denn? Au. Stoß erstmal den Kopf gegen eine Banane. Perfekt. Du bist es auf jeden Fall. Komm her, du. Ey! Ich glaube, es hackt. Es macht da noch mehr Geschmiere. So, aber das geht jetzt nämlich nicht weg, denn das hier stellt jetzt nämlich den das Portal zum ersten Kurs dar. Können wir da reinspringen? Wie Mario 64 in die Gemälde. Und dann geht's los. Der erste Kurs: Monte Bianco, Kapitel 1. Fahrt zur großen Mühle. Hab's ja gesagt, es ist jetzt in 8 Kapitel unterteilt und ja, in jeder gibt's halt eine Shine-Sprite. Und die blauen Münzen sind halt überall versteckt jetzt. Also das wird jetzt ein Ziel sein, die zu finden. Also werde ich jetzt auch nicht gleich dahin gehen, wo wir hin sollen, sondern erstmal werde ich mich ein bisschen nach blauen Münzen umsehen. Und ja, vielleicht deswegen kann ich währenddessen mal kurz etwas ansprechen, nämlich... Ich glaube nämlich, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich jetzt noch mal hier Pokémon Let's Go Evoli bringen will, jetzt noch in der Laufe der Zeit. Ich werde es auf jeden Fall noch bringen, aber ob ich es jetzt noch im Laufe der Zeit bringen werde, das, also jetzt, ob ich es jetzt noch gleich hier zu heute noch oder so noch bringe, den ersten Part, das kann ich euch nicht versprechen. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier habe ich jetzt so gesagt, ja. Heute, ein Part nehme ich auf jeden Fall heute auf und ja, ich habe mich nochmal für Mario Sunshine entschieden. Ja, halt zum Test und so, damit ich halt ein bisschen austeste, weil das letzte Mal, als ich die Capture Card benutzt habe, war halt schon ein Weilchen her. Und da habe ich es ja auch ein bisschen anders gemacht, weil ich musste ja da nicht die Wii umstellen und sowas alles, weil ich da ja halt sowas hier da noch keine mit Capture Card hatte, also beziehungsweise keinen Adapter für die Wii. Da habe ich ja noch keine aufgenommen. Da muss ich sowas nicht machen. Oh ja, im Übrigen, hier ist eine richtig fiese Blaumünze. Hier. Keine Ahnung, wie man drauf kommt, aber ja. So, also ja, ist das Spiel nun mal. Oh, ich weiß zum Glück so einen Scheiß noch. So. Hier ist zum Beispiel so eine Ems, das ist auch eine Blaumünze. Wie gesagt, ich hätte Bock auf Pokémon Let's Go Evoli. Wirklich, ich hätte richtig, richtig Bock. Ich hab's auch schon gezockt.
also sogar durchgezockt. Ich bin gerade hier bei einigen Shiny Hunts schon dabei. Ob ich das bringen werde, kann ich auch nicht versprechen, ob ich Shiny Hunts bringe. Vielleicht mal in irgendwelchen Streams. Denn jetzt Silvester kommt, der ist jetzt wieder... Lol. Ist jetzt wieder Rico wieder am Start, wie letztes Jahr, wo wir hier, glaube ich, hier, was war das? Portal Knights gebracht haben. Silvester 2017, auch krass. Und ja, dieses Jahr kommt er jetzt auch wieder nächstes Wochenende und ja. Vielleicht, wenn ich inzwischen weiß, wie das halt mit den Streams hier, mit der Capture Card, weil mit der Capture Card kann man ja auch streamen. Wenn ich bis dahin das mal so weiß, wie das funktioniert mit der, dann können wir vielleicht mal in Shiny Hunt mal streamen. Also ich sag jetzt auf meinen Hauptaccount, nicht auf meinem Dings hier. Geht ja auch gar nicht, weil... Also beziehungsweise geht schon, aber ich kann nicht versprechen, da wird nicht viel rauskommen. Weil ich möchte eigentlich schon Shiny Hunts machen. Ha. Jetzt kann ich was sehen. Ich möchte eigentlich schon Shiny Hunts mit dem Schiller Pin machen. Also man kann ja die Wahrscheinlichkeit von Shinies erhöhen, indem man zum einen so eine Serie, Fangserie aufsetzt bis 31. Und wenn man mit dem Schiller Pin, also wenn man den Pokédex, den man bekommt, wenn man den Pokédex vollständigt. Und mit dem müsste ich eigentlich schon machen. Und da ich das mit meinem Hauptaccount schon gemacht habe, würde ich sagen, mal schauen. Vielleicht überlege ich mir noch bis Wochenende. Vielleicht kommt da dann mal ein Stream mit Rico, wo wir ein bisschen Shiny hunten werden. Auch irgendein Pokémon, ich weiß nicht. Vielleicht Vulpix oder Chanera habe ich, glaube ich, herausgefunden, wo man, glaube ich, Shiny hunten kann. Echt gut. Und ja, mal schauen, wirklich. Wäre echt interessant. Also hätte ich auch richtig Bock drauf, vor allem. So, jetzt muss ich aber auch kurz überlegen. Ich rede gleich weiter. Beziehungsweise müsste ich, wäre ich jetzt mit dem Thema jetzt abgeschlossen. Also wirklich, vielleicht bringe ich es, vielleicht nicht. Mal schauen. Jetzt so demnächst. Mal schauen, vielleicht bringe ich heute auch ein bisschen mehr Mario Sunshine. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal kurz überlegen, wegen blauen Münzen. Ich will schon mindestens ein paar bringen. Jetzt so hier im ersten Part. Warte mal, da fällt mir gleich aber eine ein. Ich glaube sogar zwei. Ne, warte mal. Also eine auf jeden Fall. Oh ne, die war nicht hier, die war nicht hier. Die war, glaube ich... Hier bei der, glaube ich. Mir geht sogar langsam das Wasser aus, als ob. Hier müsste eine blaue Münze sein. Jupp. Somit haben wir schon mal 8. So. Zur Info mal, wie viele es gibt. Also in jedem Kurs gibt es 30 Stück. Piazza Delfino, aber die Oberwelt gibt 20. Und in dem finalen Gebiet, dieser komische Vulkan da, keine Ahnung wie der hieß, da gibt es auch nochmal 10. Also da wird es auch nochmal krass. Und die war eine, ich kann mich sogar, glaube ich, erinnern, dass die sogar ziemlich anspruchsvoll waren. Wenn ich mich richtig erinnere. Warte mal. Irgendwas gab es denn? Ich glaube, hier gibt es ein One-Up. Ja. Nice. Kann man auf jeden Fall sich mal gönnen. Achso, ja, stimmt. Bei One-Ups werden auch die das Wasser aufgefüllt. Stimmt. Gut, du nervst nicht. Was war sonst noch? Ah, ich glaube, da noch bei den Windrädern hier ist da noch was. Aber ich will auch nicht so viel machen, weil ich bin ja schon bei 24 Minuten. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit im ersten Dings hier mit blauen Münzen sammeln. Ich wollte jetzt eigentlich nur nicht so lang den ersten Part machen. Da! Ah! Kriegst du noch? Ja. Ups, das habe ich außerdem nicht gespeichert. Na egal. Muss ja auch nicht jedes Mal speichern. Ist ja jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn ich das mal nicht speichere. Aber ich hab's eigentlich so die... Ja, ich hab's eigentlich mir so eingewöhnt, dass ich immer speichere, wenn ich hier die Chance bekomme. Ist einfach so. So, passt das? Ja doch, ich komm, wir gehen jetzt erstmal zum... Wir enden jetzt erstmal das erste Kapitel. Oder wisst ihr was?
Ich glaube, ich mache mal einen Bug. Ich glaube, ich verarsche das Spiel jetzt mal. Komm, das machen wir mal. Denn es gibt nämlich einen gewissen Trick. Also der erste Kurs endet ja, wenn man hier... Also das erste Kapitel endet ja... Wenn man hier dieses Pflanzenvieh hier schon wieder besiegt. Also die Schleimpflanze. Eigentlich würde dann das Kapitel enden. So. Machen wir mal schnell. Du kommst mir auch nicht zu nah. Okay, tot. So, eigentlich wäre jetzt das Kapitel beendet. Auch ganz interessant, dass es, dass der Schleim nicht nur Personen, sondern auch hier so eine ganze Hügel und sowas, Gebilde und sowas alles fressen, auffressen kann. Ey, was macht ihr da hier? So, hier ist es eigentlich das erste Kapitel beendet. Aber ich glaube, ich zeige euch jetzt mal einen Trick, wie man gleich das zweite Kapitel machen kann. Wenn es funktioniert. Ja doch, müsste ja funktionieren. Ja doch, doch, da oben ist es doch. Denn das zweite Kapitel ist nämlich, dass er ist nämlich da oben. Da oben hier. Da. Mutant Tyrannia. Die im Übrigen ihren ersten Auftritt hatte. Die ist da nämlich jetzt oben. Ja, siehst du, guck mal. Ich gehe jetzt einfach mal den ersten, die erste Shine Sprite. Und gehe jetzt gleich mal da hoch und besiege sie eigentlich mal. Das ist eigentlich erst im zweiten Kapitel. Aber. Ja. Somit würde man den ersten überspringen. Das ist ziemlich lustig. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Weil diese Pflanzenbesiegnisse können wir auch noch ein weiteres Mal machen, weil. Ich glaube, ich hätte sogar gar nicht. Oder? Hätte ich das machen müssen? Weiß gar nicht mal. Ich glaube, man hätte es auch irgendwie durch Tricks hätte man es auch irgendwie bestimmt irgendwie schaffen können. Auch ohne die Brücke da, ohne den Hügel da hochzukommen. So, hier ist noch eine blaue Münze. Ja doch, komm, ich besiege jetzt mal Mutter Tyrannia, ich habe jetzt Bock. Why not? Dann machen wir im nächsten Part den ersten Kurs. Das erste Ding nochmal. Habe ich es euch mal gezeigt. Oder bastet. Habe jetzt auch schon 28 Minuten. Also der erste Part ist ganz schön lang geworden. Lange Folge gleich mal hier zum Start des Let's Plays. So. Hi. Etwas früh, aber hi. Schrei doch nicht so. Ich weiß, ich bin etwas früh hier, aber trotzdem. Bin ein bisschen überpünktlich, aber deshalb brauchst du nicht. Deshalb brauchst du nicht gleich das Dach einreißen. Das Dach hat dir nichts getan. Toll. Das ist ja auch mal eine erste Folge, ey. Gleich mal Mutant Tyrannia Fight hier. Das, obwohl es eigentlich gar nicht mal so sein sollte. So, Taktik ist klar. Wenn die Maul aufmacht, Wasser rein spritzen und Stampfattacke hier ruf. Sollte man auch als Neuling ganz schnell herausfinden. So, und eigentlich müsste sie jetzt noch neues Zeug nachspucken. Macht sie aber nicht. Warum auch immer nicht. Ich habe den Schleim, der um sie drum war, weggemacht. Ist zumindest sehr empfehlenswert, dann sonst nerven da dauernd diese kleinen Viecher, die aus dem Schleim rauskommen. Also am besten gleich entfernen. So wie ich es gemacht habe. Es kommen nämlich keine Viecher mehr. Ja, brauchst du nicht so wegdrehen. Komm her. Wasser ist gesund. Zu deiner Information. Immer schön trinken. Ich will dir doch nur helfen. Ja, okay. Das hilft dir zwar jetzt nicht gerade, aber naja, ist eh egal. Sterb einfach. So. Jetzt haben wir das zweite Kapitel vor dem ersten gemacht. Ganz lustig. Für den ersten Part. So, mit diesem kleinen Trick würde ich sagen, beende ich die erste Folge. Wenn euch die erste Folge gefallen hat, lasst ein Like da und ja. In der nächsten Folge machen wir dann das erste Kapitel. Ach ja, der kleine Trick musste mal sein. Der musste sein jetzt. Also, würde ich sagen, wie gesagt,
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert das Passwort und bis zur nächsten Folge von Super Mario Sunshine. Ciao.